Geht's los. So, wenn wir die Technik gleich soweit haben, Stück noch zusammenrücken. Hier ist noch ein Stückchen. So, ja, herzlich willkommen. Heute die Nachholveranstaltung. Letzte Woche Donnerstag hatte ich ja schon angekündigt, mich mit Heiko Rosenthal zu unterhalten, dem Beigeordneten und Dezernenten der Stadt Leipzig für Umwelt, Ordnung und Sport, demnächst auch mit dem Untertitel Klimaverantwortlicher dieser Stadt zu sein. Das ist letzten Donnerstag dann leider ins Wasser gefallen oder musste verschoben werden, weil im Deutschen Bundestag sich die Abstimmung zum Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz, was ich mitbearbeite für die Fraktion, um gut 90 Minuten verschoben hat. Und damit war das Zeitfenster, was wir zwei miteinander vereinbart hatten, leider gefüllt. Deswegen hatten wir angekündigt, wir suchen zeitnah einen Termin und dann hat es ja sehr schnell geklappt. Heiko, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, heute nach einem anstrengenden Tag, gerade noch Fachausschuss gehabt, heute hier mit euch gemeinsam und mir zu diskutieren. Wie immer, die meisten kennen das ja schon, habt ihr die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion mit uns ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise auch an Heiko Rosenthal eure Fragen zu richten. Das Ganze wird über Twitter und Facebook gestreamt. Im Nachgang dann selbstverständlich auch weiterhin die Möglichkeit, Fragen zu stellen über die Kommentarfunktion beziehungsweise dann auch gern per E-Mail. Überschrieben haben wir den heutigen späten Nachmittag, frühe Abend ist es ja nun schon, das Sofortmaßnahmeprogramm fürs Klima, großer Wurf oder ein Rohrkrepierer. Dazu werden wir uns heute verständigen. Wenn es darüber hinaus vielleicht abschweifende Fragen gibt, gehen wir darauf gerne ein. Heiko, du bist jetzt schon, ich habe nochmal nachgezählt, wenn ich mich zurück entsinne, da war ich noch gar nicht Stadtrat, jetzt die zweite Wahlzeit von dir geht jetzt fast dem Ende entgegen, steht nach der Sommerpause die Wiederwahl an, 14 Jahre Bürgermeister in einer aufstrebenden Stadt mit allen Höhen, Tiefen und so weiter. Und dann gab es 2019, also noch gar nicht so lange her, den Beschluss im Leipziger Stadtrat initiiert und durch die Verwaltung auch mitgetragen, den Klimanotstand auszurufen. Es gab dazu eine lange Diskussion im Leipziger Stadtrat. Ihr habt euch als Stadtverwaltung daran auch beteiligt und ich hatte den Eindruck, dass insbesondere der Klimapolitik dadurch auch ein neuer Stellenwert gegeben wird. Die Linke hatte bereits 2019 dieses Ansinnen regelmäßig mit unterstützt und auch befördert. Insbesondere, das sind ja alles Dinge, ich will sie zumindest, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wissen das wahrscheinlich besser als ich, zumindest genauso gut wie Heiko. Erderwärmung hat eine Rolle gespielt, die CO2-Bilanzen haben eine Rolle gespielt, der Meeresspiegel, die Veränderungen, die dort auch zu sehen sind, die Veränderungen, die wir auch hier in ganz naher Umgebung, was Flora und Fauna betrifft, etc. Es gab die Beschlüsse der Pariser Klimaziele. Und der Leipziger Stadtrat hat sich entschieden zu sagen, Klimanotstand ist so ein kleiner Beitrag im ganzen globalen Denken. Und deswegen war es für uns auch wichtig, als Kommunalpolitik zu sagen, dass wir diesen Schritt gehen, um zumindest auch im Kleinen einen Beitrag zu leisten. Heiko, und da schließt sich meine erste Frage an dich an, nämlich welche Auswirkungen hat denn die Klimaerwärmung auf die Stadt Leipzig, beziehungsweise wie ist das bisher erlebbar gewesen? Ja, wir haben ja ganz aktuell die Daten für die Stadtklimaanalyse vorliegen. Wir wussten schon vorher, aber wissen es nun auch nochmal mit den Daten verifiziert, dass sich das Klima über die letzten Jahrzehnte nachhaltig verändert hat. Wir haben immer die Diskussion, inwieweit der Mensch ursächlich ist für den Klimawandel. Die Diskussion führe ich gar nicht erst, weil dieser Nachweis ist sowohl global als auch national geführt. Und wir haben ja in Leipzig schon sehr früh angefangen, uns mit dem Klimawandel zu beschäftigen.
1996 allein der Beitritt zum Klimabündnis der Städte, wo wir schon damals einen Grundlagebeschluss gefasst haben, wie wir den CO2-Ausstoß pro Einwohner und Jahr verändern wollen, positiv verändern wollen. Und ich bleibe auch immer dabei, man hat auch eine regionale Verantwortung, um global eine Wirkung zu erzeugen. Also die Diskussion, wir sind hier in Deutschland, wir können da sowieso nicht so viel im positiven Sinne für das Klima leisten. Also diese Diskussion ist viel zu kurz gefasst, stimmt auch nicht. Und insofern war der Beschluss zum Klimanotstand sehr wichtig, weil er uns nämlich nochmal herausgefordert hat, mehr fürs Klima zu tun. Es war ja ganz unterschiedlich in der Stadtgesellschaft diskutiert. Im Stadtrat gab es ja eine sehr lange Diskussion zum Beschluss. Die Stadtverwaltung hatte da ja nicht immer deckungsgleiche Ansichten. Wie war denn so deine Wahrnehmung, als es dann beschlossen wurde, die Reaktion so verwaltungsseitig? Also wie ist es dort angekommen, als dann festgestellt wurde, Stadtrat hat das jetzt beschlossen, jetzt stehen wir vor dieser Mammutaufgabe? Naja, ich glaube, die erste Erschütterung war, dass es einen Ratsbeschluss zu Dienstreisen gab, was Das vielleicht für die insbesondere. Zuhörer nochmal und Zuschauerinnen und Zuschauer, dass tatsächlich also Dienstreisen mehr beantragt wurden, CO2-Bilanz beachtet wurde, Flugreisen de facto nach Möglichkeit auszuschließen waren, Reisen mit Kfz, sondern man sollte auf die Deutsche Bahn, um zumindest das und da, ja, das kam, war ja auch sehr knapp, diese Beschlussfassung, aber. Ja, aber das ist angekommen und seitdem arbeiten wir auch an den Themen, wo es tatsächlich das Fahrzeug nicht mehr an vorderster Front. Wie sieht es aus mit den Dienstreisen, was die Bahn betrifft oder Dienstgänge im Rathaus betrifft? Und dann natürlich im globalen Maßstab die Frage, was kann sofort unternommen werden, neben den bisherigen Aktivitäten der vergangenen Jahre schon, um kurzfristig den CO2-Abdruck der Leipziger und Leipziger zu senken. Und da gibt es einiges und das haben wir jetzt als Sofortprogramm auch dem Rat vorgelegt. Dazu besprechen wir oder diskutieren wir ja am Donnerstag, haben extra eine klimapolitische Stunde im Leipziger Stadtrat nächsten Donnerstag anberaumt, wo wir diese Themen vordergründig diskutieren wollen. Aber hat sich denn seit der Beschlussfassung damals in der Verwaltung schon was verändert, beziehungsweise sind auch schon Maßnahmen angegangen? Also wir haben einen strukturellen Beschluss gefasst. Es wird zukünftig ein Referat geben, ein Klimareferat mit auch zusätzlichen Mitarbeitern, die auch in der Fachverwaltung dann nur für das Thema Klima, zum Beispiel bei einem Verkehrsamt oder bei einem Bauamt oder bei einem Wirtschaftsförderamt oder bei einem Stadtplanungsamt dann auch zuständig sind. Und wir haben das Dienstreisethema angepackt. Wir haben eine Dienstanweisung zu einem Klimaschutzfonds auf den Weg gebracht. Das heißt, alles, was mit Verbrennern oder fossilen Fahrzeugen entsprechend auf den Weg gebracht wird, muss in einen Klimafonds ausgeglichen werden, um Maßnahmen daraus wieder finanzieren zu können. Und mit dem Sofortprogramm haben wir im Umfang von 20 Millionen Euro Maßnahmen jetzt konkret vorgeschlagen, die wir dann auch tatsächlich ja, umsetzen wollen. Das heißt, dieses Klimareferat wird dann sozusagen eine Dachmarke sein, wo man das, was in Stadtverwaltung gedacht, gemacht, umgesetzt wird, tatsächlich zusammengeführt wird. Hat das bisher keine Rolle gespielt, oder? Doch hat eine Rolle gespielt. Wir haben es derzeit im Umweltamt verortet, aber ich glaube schon, dass man dem Klimathema nochmal einen gesonderten Stellenwert auch in der Organisationseinheit einer Verwaltung geben soll. Deshalb dieses Referat, was auch Nachhaltigkeitsfragen klärt. Wir haben ja die Sustainable Development Goals für die Stadt Leipzig im Rahmen einer Musterresolution verbindlich erklärt. Und da müssen wir noch viel weiter gehen, als nur Klima zu betrachten. Und insofern ist das jetzt nochmal die ganz neue Herausforderung, die nachhaltige Entwicklung der Stadt, eingebettet den Klimaschutz neu zu denken, Ressourcen freizulenken, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um diesem eigenen Anspruch, Leipzig wächst nachhaltig, auch zukünftig gerecht zu werden. Wir haben ja immer so Prüfvorgänge bei Verwaltungsvorlagen. Das war ja so ein Unterpunkt, der damals beschlossen worden ist. Wie hat sich da gegebenenfalls auch Verwaltungsdenken verändert, dass man jetzt sagt, okay, der Aspekt Klima spielt bei Vorlagen, die die Verwaltung erarbeitet,
mehr eine Rolle, als das bisher der Fall war. Gab es da eine Veränderung und Ja, wir wo läuft das werden zusammen? im Rahmen der Prüfung von Vorlagen den Klimaaspekt jetzt ins Wort heben. Wir haben auch den Auftrag, ja, ein Monitoring anzuführen, wie sich tatsächlich wie sich Beschlusslagen klimatisch auswirken und was das dann im Einzelnen tatsächlich in der positiven Bilanz heißt. Und da werden wir dem Rat jetzt nochmal ganz konkret auch Vorschläge unterbreiten. Klimasofortprogramme. Wir hatten das ja angesprochen. Wir wollen ja am Donnerstag dann auch im Stadtrat drüber reden. Da steht, ich schaue nochmal rein, damit ich es nicht falsch, nämlich der Titel Sofortmaßnahmenprogramm. Kannst du vielleicht was zur Genese dieser Vorlage, die ja sehr umfangreich ist, die auch schon in Teilen andiskutiert wurde in der Stadtgesellschaft, bei Vertreterinnen und Vertretern, bei Verbänden, bei Vereinen, zur Genese dieser Vorlage und gegebenenfalls, wie da der Beteiligungsprozess auch abgelaufen ist, sagen. Ja, vielleicht erstmal auch für die Zuseherinnen und Zuseher. Wir haben den sogenannten European Energy Award. Das heißt, schon vor Jahren haben wir ein sogenanntes Energieteam in der Stadtverwaltung gebildet aus verschiedenen Akteuren und haben geguckt, was kann verwaltungsintern, aber auch in den städtischen Töchtern, den Verkehrsbetrieben, den Stadtwerken, den Wasserwerken an Klimaschutz auf den Weg gebracht werden. Und da sind wir auch dafür ausgezeichnet worden. Und bei den Ortseingängen sieht man das, dort prangt nämlich das Schild Europäische Energie- und Klimaschutzkommune. Aber wir müssen auch feststellen, unsere Senkungspfade halten wir nicht ein. Wir wollten schon viel besser sein. Wir wollten bis 2020 bei 4 Tonnen CO2-Ausstoß pro Einwohner und Jahr ankommen. Wir sind knapp bei 5,8 Tonnen. Das zeigt auch die aktuelle CO2-Bilanz. Das heißt, wir müssen verstärkt weiter Anstrengungen unternehmen. Und da gehen wir auf ein belastbares Netz. Das heißt, wir wissen, was die Verkehrsbetriebe investieren. Wir wissen, was die Stadtwerke im Rahmen der Fernwärme bei dem Thema Kohle jetzt einen entscheidenden Schritt gehen. Wir wissen, welche Investitionen kommunalerseits getätigt werden. Wie sieht quasi eine bauliche Infrastruktur aus? Kita, Schule, dass man dort auch höchste energetische Standards an den Tag legt. Wir wissen, dass wir bei der Mobilität besser werden müssen. Nach wie vor steigen die Zulassungszahlen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Nach wie vor werden kurze Wege mit dem Fahrzeug zurückgelegt und nicht alternativ, sondern mit dem Verbrenner. Also große, ich sage jetzt mal, Baustellen, die noch bewältigt werden müssen. Und im Sofortprogramm haben wir geschaut, was kann Verwaltung selbst jetzt umsetzen. Das heißt, Photovoltaik aufs Dach zukünftig bei allen Gebäuden, Gründach zukünftig bei allen Gebäuden, bei der Wohnungsbaugesellschaft der LWB zusätzlich Photovoltaik aufs Dach. Es wird vor allen Dingen auch um Kommunikation, um Bildung gehen und es geht um die erneuerbare Stromerzeugung. Wir haben im Stadtgebiet Deponien, die eignen sich wunderbar auch für Photovoltaikanlagen in Größenordnung. Und so ist quasi über die Verwaltung, über die städtischen Töchter ein Sofortprogramm zusammengeschrieben worden. In der Beteiligung, sei es mal nicht in der Bürgerbeteiligung. Allerdings wissen wir allerdings aus 2 durchgeführten Klimakonferenzen, was Bürgerinnen auf den Nägeln brennt und wo sie meinen, Verwaltung noch was tun soll. Das ist vor allen Dingen unabhängige Beratung. Das müssen wir weiter verifizieren, was ganz konkret unabhängige Beratung neben dem eigenen Stromanbieter, den Stadtwerken Leipzig, denn heißt. Und dann glaube ich, werden wir auch im Rahmen des Klimaschutzprogramms, der Diskussion, die wir ja in diesem Jahr auch noch zu Ende führen wollen, dann auch nochmal ein zukunftsweisendes Klimaschutzprogramm bis zum Jahre 2030 auch der Öffentlichkeit und dem Stadtrat präsentieren. Du hast jetzt die Gründachstrategie und die Photovoltaikanlagen angesprochen. Das ist ja auch in der Diskussion immer wieder gekommen, dass man das gut findet, dass es zu wenig ist. Wir legen es ja zunächst für die kommunalen Liegenschaften fest. Haben wir irgendwie auch eine Chance, gegebenenfalls Anreize zu schaffen, Verpflichtungen zu erreichen, dass man auch die Privaten dazu animieren kann, dort auch tätig zu werden? Na, wir treffen im Sofortprogramm 2 Aussagen. Wir wollen Quartierskonzepte für bestehende Quartiere entwickeln und wo man dann mit Bundes-, Landes- und auch kommunaler Förderung
Hauseigentümer motivieren will, etwas zu leisten. Wir müssen in die zweite Sanierungswelle kommen. Viele Häuser in Leipzig sind saniert, allerdings in den ersten 90er Jahren oder in den Nullerjahren und haben jetzt einfach einen energetischen Standard, der nicht mehr Stand der Technik ist. Das heißt, das ist schon 30 Jahre her, klar, die ersten Sanierungen. Richtig, und auch Heizungsanlagen haben sich nach 20, 30 Jahren einfach überholt. So. Das heißt, dort wollen wir in den Bestandsquartieren, in die Sanierung kommen und bei neuen Quartieren, Stichwort Eutrischer Freiladebahnhof, Hauptbahnhof Westseite, Bayerischer Bahnhof, wollen wir einfach von vornherein, dass das klimaneutrale, wenigstens Energie sich selbst tragende Quartiere sind, wo auch Mobilität völlig anders neu gedacht wird. Und damit, glaube ich, sind wir in Leipzig nicht der Erfinder, sondern da gibt es ganz andere Städte deutschlandweit, die das uns vormachen, wie man klimaneutrale Quartiere auf den Weg bringt. Aber man braucht auch immer Investoren, die das mit der Verwaltung gemeinsam umsetzen wollen. Und da bin ich aber auch sehr optimistisch, dass uns das zukünftig gelingt. Bei Investoren fällt mir die Frage ein, die ich auch vorab per Mail bekommen habe. Wie sind denn die Maßnahmen, die dort aufgeführt sind, die wahrscheinlich jede einzelne, wenn man sie sich anschaut, gar nicht so widersprüchlich ist? Wie wollen wir das finanzieren? Das ist ja ein Maßnahmenpaket, da reden wir ja nicht nur über 10, 20 Euro Finanzierung des Ganzen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Baustein, dass wir mit dem Klimanotstand und mit der Wirkung in die Verwaltung auch festgelegt haben, wir müssen zusätzliches Geld aus dem Haushalt der Stadt für Klima ausgeben. Und die Marschroute waren 5 Millionen im Jahr zusätzlich ausgeben. Am Ende sind es unterm Strich 20 Millionen Euro, die wir jetzt an Maßnahmen vorschlagen. Da ist zum Beispiel auch ein Förderprogramm drin für die Heizungsmodernisierung. Da ist ein Förderprogramm drin für die Gründachförderung, für die Fassadenbegrünung. Und so setzt sich das dann zusammen. Größte Investitionen werden natürlich die Energieanlagen auf den Dächern sein, beziehungsweise die Photovoltaikanlage auf der Deponie in Seehausen. Also wenn wir davon ausgehen, am Donnerstag beschließt der Stadtrat das Maßnahmenpaket und dann stellt ein vielleicht kleiner Häuslebauer fest, okay, meine Heizungsanlage ist 30 Jahre alt, ich würde sie gerne auf was Modernes, energetisch Sinnvolles, vielleicht auch mit erneuerbaren Energien umzurüsten. Kann der die dann einen Antrag bei der Stadt stellen, gegebenenfalls sich teilfördern zu lassen? Was denkst du, ab wann das dann möglich sein wird? Das ist so eine Frage, die ja dann immer, also ab wann könnten dann gegebenenfalls auch diese Förderprogramme greifen? Also wir werden, sagen wir mal, ein bisschen Zeit brauchen, 2, 3 Monate, um die Förderrichtlinie, wo dann tatsächlich auch Anträge eingestellt werden können, ins Netz zu stellen. Aber wenn wir das bewältigt haben, dann geht es auch in diesem Jahr noch los. Und soll dann ja auch weiterlaufen, ist also jetzt nichts, was für 2020 nur Nein, das laufen soll. Programm geht ja auch auf 21, 22 und dafür sind die Bausteine jetzt auch im Haushalt gesetzt, dass auch da die Förderverfahren im Grunde genommen finanziert sind. Will man eine Maßnahme, die nach Auffassung meiner Fraktion ja ein Stück auch in die Thematik Klimaschutz und Maßnahmen passt, das 365-Euro-Ticket, das ist ja auch von vielen Leipzigerinnen und Leipzigern, gab es eine Petition zu, gab es viele Veranstaltungen, auch die Verwaltungsspitze hat signalisiert, dass zumindest in die Prüfungsphase, dann kam Corona und die Finanzen sind an allen Stellen knapper geworden und zusammengebrochen. Es ist gefordert worden, auch in dem Prozess, dass wir haben es ja schon angesprochen, Fassadenbegrünung, Dachgrünstrategie, eine Klimaschutzleitstelle einzurichten und. Die Frage ist, die mich erreicht hat, wie können denn Bürgerinnen und Bürger, wenn wir es dann beschlossen haben, das ist ja ein Papier, was dann zwar da ist und wir haben ein Maßnahmenpaket, aber es wächst ja dann weiter auch und wird vielleicht ein Stück auch evaluiert bzw. verändert. Wie haben dann Bürgerinnen und Bürger denn die Möglichkeit, sich aktiv in Stadtpolitik, in Klimapolitik einzumischen und zu sagen, wir haben da vielleicht Ideen. Du hattest vorhin diese 2 Konferenzen angesprochen. Im Vorfeld der Entstehung dieses Papiers, ist da irgendwie was geplant, wo man sagt, da könnt ihr, da können Sie mitmachen, da könnt ihr mitwirken, da sind eure Ideen gefragt? Also vielleicht nochmal vom Beteiligungsprozess her, wir haben ja einen sogenannten Nachhaltigkeitsbeirat. Das heißt, Akteure wie Fridays for Future, BUND, Greenpeace, Parents for Future, Science for Future wirken dort mit, beraten uns, den Oberbürgermeister, welche Maßnahmen zum Klima noch
Thema noch auf den Weg gebracht werden können. Wir haben parallel zum Energie- und Klimaschutzprogramm vor, eine dritte Klimakonferenz noch durchzuführen. Dort können Leipzigerinnen und Leipziger mit ihrer Sicht auf das Klimathema wieder hineinkommen, können mit uns diskutieren, auch Maßnahmen des Sofortprogramms hinterfragen bzw. auch Wünsche äußern, was im neuen Energie- und Klimaschutzprogramm drinstehen muss. Und darüber hinaus bieten wir natürlich auch sämtliche Foren der Stadt an, wo wir quasi zum Beispiel auch beim Forum Nachhaltiges Leipzig, wenn es überhaupt darüber hinaus auch um den nachhaltigen Wandel in unserer Stadt geht und welche fachlich-inhaltlichen Fragen man dort auch wirklich auch mit der Bürgerschaft diskutieren muss, sich dort mit einzubringen. Und es gibt ganz viele Initiativen, niedrigschwellig, das muss gar nicht ein eigener Verein sein oder ein Verband sein. Dort können auch Bürger mit der Idee sich hinwenden. Da gibt es eine Online-Plattform, Nachhaltiges Leipzig, und dort kriegt man dann auch eine Rückkopplung beziehungsweise gesagt, wo man sich einbringen kann. Ich mache da mal ein schönes Beispiel. Ich werde das auch dem Stadtrat am Donnerstag sagen. Also nicht verraten. Ich sage es trotzdem schon, weil es wesentlich ist, um die Dimension nochmal ein bisschen plastisch zu machen. Wir haben 1990 einen CO2-Ausstoß geschätzt von 12 Tonnen pro Einwohner und Jahr gehabt. Wir sind mittlerweile bei rund 5,8 Tonnen angekommen in der CO2-Bilanz. Das heißt, in 30 Jahren 6 Tonnen. Wenn man sich überlegt, mit welchen Kraftanstrengungen diese Tonnagenhalbierung erzeugt wurde in den 30 Jahren und gleichzeitig wir in den nächsten 30 Jahren die Klimaneutralität erreichen wollen, dann muss uns allen klar sein, dass wir ganz wesentliche Veränderungsprozesse in unserer Stadt auch anstreben müssen. Und das ist das große Thema der Mobilität, das ist das große Thema der Sanierung der Quartiere, der Quartiersentwicklung und des Energie- und Wärmeverbrauchs, auch unseres eigenen Verbraucherverhaltens. Und das ist das große Thema der Erzeugung, der Wärme- und Energieerzeugung. Und wenn wir das quasi klimaneutral aufstellen, dann schaffen wir auch 2050. Aber das wird noch heftige Diskussionen erzeugen und da werden wir alle noch sagen, nein, der Weg ist richtig. Das Klimanotstandsthema ist nicht irgendwie zufällig entstanden. Auch Leipzig muss seinen Beitrag leisten. Ich hatte da mal eine spannende, es war noch vor Corona, also Anfang des Jahres, eine Diskussion mit Schülerinnen und Schülern an dem Leipziger Gymnasium, wo auch mal so diese CO2-Zahlen aufgezeigt worden sind, wo insbesondere dann rauskam, dass das, was wir jetzt machen, ja eigentlich schon nachwirkend ist. Also so habe ich es verstanden, die Bilanz, die unsere vor 30 Jahren, vor 20 Jahren angefangen haben, das wieder zu heilen, wird schwierig sein. Aber man muss ja tatsächlich auch Blick in die Zukunft wagen und wahrscheinlich wird die eine oder andere Maßnahme nicht morgen gleich messbar sein, aber wird dennoch wichtig. Der Dominik hat jetzt hier die erste Frage, Heiko, und zwar geht es um die Nutzung von Verbrennermotoren bei Behindertenwerkstätten, die im Augenblick ja nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Die würden gegebenenfalls gern umrüsten, können das aber aus finanziellen Gründen nicht auf alternative Antriebe bzw. die Technik bzw. auch die Maschinen, die sie verwenden, die gibt es gar nicht mit alternativen Antrieben. Was kann man denn da gegebenenfalls mitgeben oder raten? Also bei dem einfach in das Konjunkturprogramm des Bundes reingucken, wo ja Elektromobilität jetzt gefördert wird. Ich weiß, dass Elektromobilität noch teurer ist. Allerdings kriegt man ja diesen summarischen Aufschlag quasi jetzt gefördert. Wenn es Fahrzeuge sind, die tatsächlich gar nicht angeboten werden, dann einfach mal auch der Verwaltung nochmal mitgeben, dann können wir über unsere Gremien, Städtetag, andere Gremien, das auch nochmal ins Wort heben. Ich mache mal ein Beispiel. Die Feuerwehr gibt es derzeit nicht alternativ angetrieben. Das lassen auch die Regularien fürs Feuerwehrwesen gerade nicht zu. Das heißt, hier müssen wir uns aktiv überhaupt in die bundesdeutsche Diskussion einbringen, welche alternativen Antriebsmöglichkeiten gibt es, um diesen ganzen Bereich Stadtreinigung, Feuerwehr, Rettungsdienst auch umzurüsten.
Das ist ja ein spannendes Beispiel, was du jetzt gemacht hast. Gerade Feuerwehr, wenn man sich diese großen Autos anschaut, was da an Technik ist, das ist ja kein Problem, was wir nur in Leipzig haben, darüber nachzudenken, Richtig. wie kriegen wir das alternativ angetrieben. Ich erinnere mich auch an Diskussionen, als es um die Stadtreinigung ging, alternative Antriebe, die allerdings auch noch Arbeitsschutz einhalten müssen, die Reichweite einhalten müssen, die Ja. Tonnage liefern müssen, die auch noch so, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so Niedereinflureinstiegstechnik und so weiter und so fort. Da ist ja, wird schon viel geforscht, aber ich glaube, da sind wir gut beraten, dass wir uns da auch an den, will da noch ein Beispiel nennen, wir haben im Bundestag im Forschungsausschuss auch über diesen Teilbereich der Forschungsgelder gesprochen, wo es um Elektromobilität geht, auch um alternative Antriebe, weil ich persönlich weiß nicht, ob, also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der sich mit der Forschung beschäftigt, aber ob Elektromobilität wirklich gegebenenfalls die Zukunftstechnologie ist, darüber streiten sich zumindest Wissenschaftlerinnen Stimmt. und Wissenschaftler und man hört dann sehr häufig auch den Vorwurf, naja, Brennstoffzelle ist die Forschung zumindest in Deutschland ein Stück verschlafen worden, aber das steht mir nicht zu, als Nichtwissenschaftler das zu bewerten. Aber Dominik, also Hinweis von Heiko Rosenthal, um die Frage abzuschließen, mal ins Förderprogramm reinschauen, was der Bund so bietet und auch das Angebot und dann dazu dient dann gegebenenfalls auch dieses Klimareferat, wenn wir es dann haben, das, auch das hast du ja gesagt, das dauert nach Beschlussfassung auch noch, ehe das ins Laufen kommt, ehe die Stellen besetzt sind, aber dann auch sich ans Klimareferat wenden, wenn ihr sagt, da gibt es noch eine Technologie, die gibt es noch nicht wirklich oder wir kennen sie noch nicht, um das dann auch in die entsprechenden Gremien bundesweit einzuspeisen. Das schließt sich meine nächste Frage an. Wir sind ja in verschiedenen Netzwerken, auch als Stadt Leipzig vertreten, in Klimanetzwerken, wo unterschiedliche Themen, aber jetzt speziell für den Bereich Klima, gibt es denn Kommunen, insbesondere vielleicht vergleichbare oder auch kleinere Kommunen, mit denen wir als Leipzig in Kontakt sind, die schon auch ein Klima-Sofortmaßnahmeprogramm haben und dort schon erfahrene Umsetzung haben oder kann man da noch nicht so viel Copy und Paste? Du hast gesagt, wir haben es zwar nicht erfunden, aber vielleicht kann man sich da irgendwo was abgucken. Gibt es da Kontakte? Also wir sind ja über die Großstädte gut vernetzt in Deutschland und es gibt andere Kommunen, die natürlich im Klimaschutz weit mehr auch machen. Da muss man auch, sagen wir jetzt mal, ehrlich zu sich selbst sein. Dort sind einfach auch andere finanzielle Ressourcen gegeben, dort auch eine Vorreiterrolle einzunehmen. Sag ich mal, wir haben heute in der Dienstberatung intensiv auch der München diskutiert im Hinblick auf Digitalisierungsrevolution, was dort auch kommunale Unternehmen leisten können. Und ich weiß, dass die Kollegen in München auf ein ganz erhebliches Förderprogramm der Stadtwerke München zurückgreifen können, um Klima zu fördern. Bei uns muss man einfach fairerweise auch sagen, die Stadtwerke finanzieren den öffentlichen Personennahverkehr und das ist auch richtig und wichtig. Und der Rest kommt halt über den städtischen Haushalt. Und insofern glaube ich, haben wir im Städtevergleich mit dem Sofortprogramm auch einen guten Standard erreicht. Und die Fragestellung, die wir uns dann aber trotzdem nochmal intensiv, mit der uns wir auseinandersetzen müssen, ist, wollen wir uns in Leipzig unter Beachtung der Prioritätensetzung ja, noch mehr leisten? Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und gerade der Energie- und Klimaschutzprozess und das Programm, was zum Jahresende ja verabschiedet werden soll, da können wir noch einiges, ich sag mal, gemeinsam vereinbaren, damit neben dem Sofortmaßnahmenprogramm das große Ziel der klimaneutralen Verwaltung 2035 beziehungsweise die Klimaneutralität der Stadt 2050 auch erreicht wird. Also das Sofortmaßnahmenprogramm sagt ja der Name schon, das Sofortmaßnahmen. Verwaltung denkt natürlich weiter, wird auch weiter an Konzepten arbeiten, sich weiter vernetzen und dass Leipzig nicht ganz an die Gewerbesteuereinnahmen von München rankommt und auch die kommunalen Unternehmen in München ganz andere Einnahmen generieren, die dann auch dem städtischen Haushalt zukommen, das ist jetzt erstmal nicht zu ändern. Wir gönnen das natürlich den Münchnerinnen und Münchnern. Aber insbesondere im Vergleich, wenn man dann schaut, was auch insbesondere auch ostdeutsche Kommunen zu bieten haben, dann merkt man natürlich schon ein Finanzierungsdefizit oder beziehungsweise geringere finanzielle Mittel. Wobei, wenn Ja. man sich auch andere Kommunen anschaut, im Westteil des Landes, so im Ruhrgebiet oder so, die auch von der Größe mit Leipzig vergleichbar sind, die sind finanziell auch nicht so gut aufgestellt wie zum Beispiel die Landeshauptstadt München oder vielleicht auch Frankfurt am Main.
Da passiert aber klimapolitisch nicht so viel. Das Mir gehört auch ist, zur Wahrheit dazu. ja, mir ist halt auch wichtig, wir haben eine Corona-Phase durchgemacht und wir haben trotzdem das Sofortmaßnahmenprogramm vorgelegt. Wir haben eine intensive Diskussion zu Steuereinnahmen der Stadtverwaltung auch im Jahre 2020 hinter uns gebracht. Der Bund unterstützt auch die Kommunen und die Länder, die kommunale Ebene und ja, subsumiert oder substituiert auch Fehlentwicklungen und es gibt zusätzliche Mittel. Aber wir haben uns eben dieser Thematik, mit dieser Thematik intensiv und ausreichend, finde ich, intensiv beschäftigt. Und deshalb kann das Sofortmaßnahmenprogramm der Stadt Leipzig sich wirklich sehen lassen. Das wollte ich jetzt auch gar nicht kleinreden, um Himmels Willen. Und du weißt ja auch, dass die Fraktion Die Linke das immer wieder mit eingefordert hat, auch unterstützen wird, gibt dann vielleicht die eine oder andere Stellschraube, aber das ist dann kommunalpolitisches Handeln, dass man sagt, da wünschen wir uns noch ein bisschen mehr vielleicht oder ein bisschen eine andere Ausgestaltung. Das diskutieren wir am Donnerstag, dann wird es eine demokratische Entscheidung im Stadtrat geben. Und für die Fraktion Die Linke ist es aber eben auch immer wichtig, dass man sagt, das, was man an Forderungen aufstellt, muss dann auch abbildbar und finanzierbar sein. Das ist ein Credo, was diese Fraktion schon seit vielen Jahrzehnten auch auszeichnet, auch in Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Heiko, ich hatte jetzt noch eine, ich will es trotzdem tun, weil wir ja auch ein bisschen provozierende Fragen durchaus zulassen, per E-Mail eine Frage erreicht, die ich kurz vorlesen möchte. Wir hatten ja jetzt, wir haben über Corona gesprochen, der Lockdown ist vollzogen worden. Während dieser Zeit sind ja deutlich weniger, so schreibt die der E-Mail schreibende, deutlich weniger Pkw unterwegs gewesen und dennoch habe sich ja die Luft in Leipzig nicht wirklich verbessert. Sind denn die getroffenen Maßnahmen insbesondere, da sind wir jetzt gar nicht beim Sofortmaßnahmenprogramm, sondern eher bei anderen, Umweltzone ist benannt worden in der E-Mail auch, ich will das jetzt gar nicht en Detail alles benennen, sind diese Maßnahmen denn da nicht eigentlich überflüssig, wenn weniger fahren und trotzdem ändert sich nichts? Also Luftqualität ist nicht Klima. Wir haben diese Frage ja im Stadtrat schon ausführlich beantwortet. Natürlich war die Luft besser. Also die Aussage, es hat keine Qualitätsverbesserung stattgefunden, stimmt so nicht. Wir haben seitens der Umweltverwaltung der Stadt nochmal recherchiert, haben auch Vergleiche vor Lockdown und während Lockdown insbesondere auch die Wetterproblematik angeschaut. Und wir hatten eine Situation im April, wo wir, wenn es nicht diese Reduzierung oder diese Maßnahmen gegeben hätte, Grenzwertüberschreitungen gehabt hätten. Und insofern muss man positiv feststellen, die wirken, die Maßnahmen, und deshalb gibt es auch eine Qualitätsverbesserung. Ist ja immer wichtig, weil nicht, dass irgendwelche Dinge, die per Mail dann in die Welt raus und dann schreiben es noch drei weitere und dann irgendwie, von daher ist es auch gut, das mal aus erster Hand zu hören. Die Überschreitungen, du hast sie angesprochen, was diese Messgrenzen betrifft, wo stehen wir da im Augenblick noch? Wir haben da ja, glaube ich, eine Vorgabe, wie oft überschritten werden darf. Sind wir noch im grünen Bereich also für dieses Jahr? Die Feinstaubproblematik, genau. Dort sind wir weit unter dem Limit und auch die Stickstoffdioxidproblematik ist in diesem NOx. Jahr, NOx ist in diesem Jahr positiv, sodass wir 19 ja schon das Fazit ziehen konnten. Wir haben alle Grenzwerte eingehalten und zurzeit sieht es in Leipzig auch für 20 gut aus. Wobei wir ja gerade in der Auseinandersetzung mit Brüssel, das war ja vornehmlich Verwaltung, die dort ganz viel agiert hat, auch viel Ärger und Dresche dafür gekriegt hat, ganz viele Maßnahmen ja auch damals vorgeschlagen und umgesetzt hatte. Also gerade die Tempobegrenzungen, das mit dem Ausweisen, diese blinkenden Smileys, die vielleicht der eine oder andere draußen mal sieht, wichtig ist, der Smiley muss lächeln und nicht traurig gucken. Das sind ja alles auch so Teile, die damals festgelegt worden sind und die Umweltzone, als sie eingeführt, ich weiß gar nicht, ist ja schon wieder eine ganze Weile. Auch lange her, 2009, 2019. Also 11 Jahre jetzt aktuell. Ich weiß noch, als sie damals eingeführt wurde, welcher Aufschrei ging und die Wirtschaft würde den Bach runtergehen und keiner könne mehr irgendwie Auto fahren, wenn ich mich im Straßenraum bewege, stellt man fest, ganz so ist es dann doch nicht gekommen. Ganz im Gegenteil, Verkehr hat ja eher weiter zugenommen. Ja, das ist immer das Spannende auch an den Umweltthemen, dass ja sowohl der Luftreinhalteplan als auch der Lärmaktionsplan als auch das Energie- und Klimaschutzprogramm
dass das oftmals übereinander liegt, dass verschiedene Perspektiven im Ergebnis zu einheitlichen Maßnahmen führen und insofern eine Maßnahme verschiedene Wirkungen hat. Das macht eben auch Umwelt, sei es mal die Umweltpolitik und die Umweltthemen so spannend. Ja? Also man zieht an einem Ja, Tuch und hat unterschiedliche Sachverhalte damit auch das geklärt. macht ja, also so aus jemand, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, macht ja Sinn, dass wenn ich über Lärmaktionsplan rede und über andere Aktionspläne und Klimaaktionspläne, dass man eine Maßnahme tut, das dann tatsächlich an verschiedenen Stellschrauben, dann ist auch Wirkung entfaltet. Leuchtet zunächst ein, aber das dann zu vermitteln und zu sagen, das hat ja noch folgende positive Nebeneffekte. Das ist das ein völlig anderes Beispiel, willst du zumindest als Anekdote einwerfen, wenn ich über Barrierefreiheit, das ist ja meine zweite Aufgabe auch in Berlin rede. Das nützt ja nicht nur den Menschen, der im Rollstuhl sitzt, sondern das nützt eben auch genauso Mutti mit Kinderwagen oder Papa mit Kinderwagen, der älteren Frau oder wenn man vielleicht gerade einen Unfall hatte und beeinträchtigt. Also wo eine Maßnahme tatsächlich ganz, ganz vielen nützt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne her damit. Auch weiterhin das Angebot. Wenn im Nachgang dann vielleicht noch Fragen entstehen, könnt ihr die uns gerne über die E-Mail-Adressen beziehungsweise auch über die Stadtadresse von Heiko Rosenthal zuschicken, beziehungsweise ganz heißer Tipp, am Donnerstag die klimapolitische Stunde im Leipziger Stadtrat verfolgen. Mit zwei tollen Referenten, Herrn Dr. Lehmann vom Umweltbundesamt und Frau Beck vom Deutschen Klimakonsortium, die nochmal ihre Perspektive auch auf Klima, global, national, auch lokal loswerden. Also ich glaube, es lohnt sich Also war jetzt schon ein bisschen der Werbeblock, aber zuzugucken. will noch gar nicht. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja, So ja. als Lehrer nimmt man sich immer vor, so eine Schulstunde, also 45 Minuten zu absolvieren. Aber würde jetzt trotzdem gerne so die Schlusskurve noch gar nicht so viel von Donnerstag vorwegnehmen, sondern mal den Blick weiten. Du bewirbst dich ja jetzt für eine neue Amtszeit, die dann wieder 7 Jahre dauert. Will mal ein Stück über die 7 Jahre hinausschauen. Was glaubst du? Vor welchen klimapolitischen Herausforderungen wird Leipzig in 10 Jahren stehen? Also ich denke, dass wir vor allen Dingen global gesehen die Klimaziele nicht erreichen werden. Ich nehme trotz der massiven Protestbewegung auch von jungen Menschen im weltweiten Kontext nicht wahr, dass sich die, ich sag jetzt mal, Verantwortlichen weltweit tatsächlich dazu durchringen, einschneidende Veränderungen vorzunehmen. So traurig das auch klingt, wenn man sich die Beispiele anguckt, wie Menschen in den betroffenen Ländern mit der Klimakatastrophe umgehen müssen, ist sie doch für, sag jetzt mal, einen Nordamerikaner oder einen Europäer teilweise weit weg. Und das führt dann leider Gottes auch so ein bisschen zu so einer Vogel-Strauß-Mentalität. Und das ist etwas, wo ich nicht so optimistisch bin, dass wir tatsächlich das Ruder so rumreichen, dass es dort auch zu Wirkungen kommt. Ich bin aber optimistisch, dass wir zumindest in der Stadt Leipzig, dafür trage ich ja dann auch mit die Verantwortung, wesentliche Weichenstellungen auf den Weg gebracht haben hinsichtlich der Klimaneutralität unserer Verwaltung 2035 und auch wesentliche Meilensteine bezüglich der Klimaneutralität 2050 auf den Weg gebracht worden sind. Es ist halt dann auch so, dass auf dem lokalen Feld viele das dann doch noch mal stärker verstehen und auch akzeptieren, dass es Veränderungen in ihrem Umfeld, auch in ihrem Verhalten geben muss. Und wenn ein Dürrejahr oder aber andere Einschränkungen in echt wahrnehmbar auch zu einer Bewusstseinsschärfung führen, dass es dann eben Veränderungsprozesse gibt, dann bleibe ich da noch optimistisch, dass uns das zumindest lokal gelingt. Global bleibe ich da verhalten optimistisch. Gut, aber das, was wir als Leipzig tun können, das tun wir. Und ich bin da ganz optimistisch, dass wir mit dir eine gute Wahl auch für eine weitere Amtszeit haben. Aber das entscheidet der Stadtrat dann nach der Sommerpause. Jetzt kommt noch eine Frage rein, Heiko. Nochmal im Zusammenhang mit Corona, ob denn die Gefahr besteht. Oliver fragt das,
dass aufgrund der finanziellen Minderleistungen der Kommune das Maßnahmenpaket warten muss, gefährdet ist, beziehungsweise es da noch Abstriche gibt. Also heutiger Stand, nein, es ist alles haushalterisch abgebildet, auch im jetzt gerade diskutierten Doppelhaushalt 21-22. Da darf man noch nicht so viel verraten, weil die Verwaltung muss ja zunächst intern den Haushalt besprechen und dann, nein, Mein da hat Beitrag. alles in Ordnung und die Stadträtinnen und Stadträte kriegen ja dann das Papier auch. Da werden wir dann auch wieder mit den Bürgerinnen und Bürgern auch in den Dialog treten, was den Haushalt betrifft und zu schauen, ob es dort gegebenenfalls noch andere Prioritäten gibt, ob man Veränderungen braucht oder auch finanzielle Aufwüchse. Zeitplan jetzt ist, glaube ich, Ende März die Beschlussfassung dann zum Haushalt. Bis dahin und Vorlage im September, dann sollten auch die aktuellen Steuerschätzungen einfließen, auch das, was an, du hattest das ja anfangs, da war, glaube ich, noch nicht dabei und hat zugesehen, an Bundes- und Landesausgleichsmitteln kommen wird aufgrund sinkender Steuereinnahmen. Gibt es ja jetzt auch ein Bundesprogramm. Der Freistaat überlegt sich auch, die Kommunen noch etwas mitzunehmen, sodass wir dann schauen müssen im September, Oktober, wo stehen wir finanziell. Aber Aussage Stand heute, die Maßnahmen, Olli, sind erstmal im Haushalt eingestellt und werden dann auch so umgesetzt. Jawohl. Jetzt würde ich trotzdem so langsam die Schlusskurve einläuten. Und zwar Fragerichtung an dich, logischerweise, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das Video bleibt ja dann auch im Internet verfügbar. Welche Unterstützung in Bezug auf Klimaschutz würdest du dir von den Leipzigerinnen und Leipzigern wünschen? Ja, ganz einfach. Auto stehen lassen, Fahrrad fahren, Nahverkehr benutzen, eigenes Konsumverhalten hinterfragen, auf Fleisch verzichten, regionale biologische Erzeugung bevorzugen, das Energieverhalten, das Verbrauchsverhalten im Alltag hinterfragen. Muss es das x-te technische Gerät sein, was zusätzlich verbraucht? Wie sieht mein auch Wärmeverhalten aus? Habe ich auch einen guten Stromanbieter? Setze ich nicht nur auf den günstigsten Anbieter, sondern schaue ich auch mal, was ist quasi die Energiequelle, die ich einkaufe? Also ich kann da auch als Verbraucher viel leisten, Aber bei viel den tun. Stadtwerken kriegt man guten Strom. Man kriegt bei den Stadtwerken, ich wollte jetzt, ich Also glaube, ich darf das. jeder weiß, wo ich herkomme und welchen Stall ich Ja. vertrete. Und insofern plädiere ich natürlich für die Stadtwerke, die dort auch ein wunderbares Paket auch schnüren für die Stromkunden. Zumal wir immer die Erwartungshaltung haben, dass die Stadtwerke an allen Stellen auch Sponsoring für Sport, Kultur, Kunst etc. leisten. Dann sind wir als Leipzig auch gefragt. Aber wer bei den Stadtwerken ist, sollte dort bleiben und wer nicht dort ist, sollte sich überlegen, hinzuwechseln. Das hat vielerlei auch in diesem Hinblick, wie du es gerade beschrieben hast, Erfolg. Aber ich habe dich auch noch vor, Entschuldigung. Und natürlich sich auch einbringen. Ja. Einmischen, einbringen, die eigenen Wünsche und Ideen uns schreiben, in die Diskussion einbringen. Auch den Vermieter gegebenenfalls mal nerven, wenn es um eine eigene Stromanlage auf dem Dach geht oder ein Gründach oder eine Fassadenbegrünung. Also man kann da viel tun und man sollte nicht immer darauf warten, dass öffentliche Hand vorbeikommt, sondern Eigeninitiative ist gefragt. Ein schönes Schlusswort, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch, bei Ihnen fürs Zuschauen am heutigen Abend, mal zu einer ungewöhnlichen Zeit, quasi Primetime Tagesschau, 20 Uhr beginnend. Dennoch, es haben einige zugeschaut, können im Nachgang das dann sich auch weiterhin bei Facebook und Twitter anschauen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Heiko, dass du trotz eines vollen Arbeitstages dir heute die Zeit genommen hast, mir und auch den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zu stehen. Freue mich dann auch schon, morgen beginnt der Stadtratssitzung am Mittwoch, Donnerstag dann auf die klimapolitische Stunde. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass du heute hier warst und bis demnächst.